Guten Morgen, ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, das Berufsschulbuch für Köche, ein Buch ganz ohne Serifen im Druck, deshalb schwer zu lesen, der Inhalt ist teilweise fragwürdig. Es wird vorgelesen, weil es das Berufsschulbuch für Köche ist. So. Nach der Produkthygiene, Umgang mit Lebensmitteln, bin ich bei Durchführung der Hygienevorschriften angekommen. Das Ganze ist im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz zu finden, im Teil Einführung 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene in Klammern Basishygiene, Durchführung der Hygienevorschriften. Hier verlangt die Lebensmittelhygieneverordnung die Eigenkontrolle der Betriebe. Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist dann gleichsam die Kontrolle der Kontrolle. Ist auch nur eine Verordnung. Kontrollpunkte festlegen, CP. Darunter versteht man Schlüsselsituationen, an denen die Qualität oder die gesundheitsschädliche oder die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Produkts gefährdet sein kann. So nochmal. Darunter versteht man Schlüsselsituationen, an denen die Qualität oder die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Produkts gefährdet sein kann. Beispiel: Fleisch wird nicht im Kühlraum gelagert, wird die Gesundheitsgefährdung gefährdet, spricht man von kritischen Kontrollpunkten. CCP. Sicherungsmaßnahmen festlegen. Beispiel die Anweisung, Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind unmittelbar nach der Annahme der Waren in die entsprechenden Kühlräume zu bringen. Einen Reinigungs- und Hygieneplan aufstellen. Dann kommt noch die Maßnahmen an den kritischen Punkten durch betriebseigene Kontrollen überwachen. Kontrollen müssen durch die Lebensmittelkontrolle nachprüfbar sein. Es ist darum notwendig, die durchgeführten Kontrollen und die Ergebnisse schriftlich festzulegen, weil nur auf diese Weise die geforderte Sorgfalt nachgewiesen werden kann. In Anlehnung an die 7 HACCP-Grundsätze, siehe Seite 36, zeigt die folgende Abbildung den Herstellungsprozess. Ich vergleiche Grundsatz 1 einer Portion Rührei im Frühstücksgeschäft. Angegeben sind Kontroll- und kritische Kontrollpunkte. Ich vergleiche Grundsatz 2, das ist hier oben. Grenzwerte und Überwachungsmaßnahmen, Grundsätze 3 und 4, sowie jedenfalls einzuleitende Korrekturmaßnahmen, Grundsatz 5. Ich glaube, man muss auf der Seite 36. Ja, da sind die 7 HACCP-Grundsätze aufgeführt. Na dann. Das kommt hier, da steht auch noch, ab 30 Portionen sind Rückstellproben anzulegen. Ja, dann gibt es hier die Abbildung 1, Zusammenwirken von Behörde und Betrieb. Dann gibt es das Gesundheitsamt und die Lebensmittelüberwachung. Die Lebensmittelüberwachung überprüft den Arbeitgeber. Der hat eine jährliche Belehrung durch den hat eine jährliche Belehrung des Arbeitnehmers durchzuführen. Der steht da oben drüber. Und der muss Erkrankungen mitteilen. Das Gesundheitsamt gibt vor der ersten Tätigkeit eine Belehrung und Bescheinigung im Lebensmittelbetrieb. Ja, kann ich mal gerade zeigen, die Abbildung. So. Jo. Ja, es geht dann weiter mit Herstellungsprozess mit HACCP, Selbstkontrolle, ein Beispiel Rührei-Zubereitung in der Systemgastronomie. Ich möchte an der Stelle sagen, mich interessiert vor allem, wann die anfangen, pH-Werte zu messen. Tschüss. Gib
Viskosität von Speisen kann man auch messen. Muss man vorher einmal durch den Mixer gehen.